Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir sind hier immer noch auf den... Ja, was heißt eigentlich immer noch? Also wir sind wieder auf dem Weg zurück nach Corinnes. Wollen mal schauen, ob wir vielleicht noch ein paar Quests erledigen können, jetzt wo wir in Kapitel 2 sind. Können aber auch gucken, ob hier die Banditen wieder da sind. Okay, Banditen sind dann weg. Die bleiben weg. Oder spawnen nicht wieder. So, aber wir können hier mal pennen. In der Hütte. Bis zum nächsten Morgen. Dann haben wir unsere Gesundheit zumindest wieder voll. Und dann müssen wir einen Weg finden ins Minental. Da freue ich mich richtig drauf, das Minental wieder betreten zu dürfen. So, wir können auch mal schauen. Hier unten gab es ja noch einige Viecher. Oh, Dunkelpilz. Den darf ich nicht übersehen. Aber ich hätte wirklich gerne lieber eine etwas bessere Waffe. Wir müssen aber auch noch ein bisschen skillen. Wir brauchen die Punkte. Wir müssen Zweihänder besser werden. Wir müssen stärker werden. Und Armbrust müssen wir auch noch besser werden. Und schmieden würde ich auch gerne ein bisschen besser. Ein bisschen mehr können. Hier gibt es sonst nichts, ne? Und wir können jetzt auch noch einmal kurz zu Lee zurückgehen. Und ihm die Information geben, die uns mitgeteilt wurde. Jo, die sind wieder da. Ich gehe mal von aus, der Ork ist dann auch wieder da. Wenn die wieder da sind... Lassen wir es da unten erstmal. Und schauen uns mal erstmal da oben um. Da oben bei den Steinsäulen. Da müssen wieder ein paar Feldräuber sein. Gehe ich mal davon aus. Die können wir ja machen. Oh, Feldknöterich. Die müssen wir mitnehmen. Die sind wichtig. Komm, bitte lass da oben ein paar Viecher sein. Ne, die scheinen besser nicht gerespawnt zu sein, oder? Die sind nicht gerespawnt. Okay. Dann halt nicht. Schade, ich habe die Punkte nötig. Ja, aber okay, wie soll man sonst eigentlich schnell hier leveln können? Man ist ja nie am Anfang so weit, in Kapitel 1, alles hier ausschlachten zu können und so weiter. Da sind wieder Viecher. Den will ich mir holen. Okay, ausweichen können die. Aua, das spüre ich. Komm, ein bisschen schneller. So. Und runter. Ja, genau. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wir haben aber auch ein bisschen... Hier. Das können wir mal verkaufen gehen. Zum tödlichen Fall. Können wir mal gucken, ob die schon bessere Waffen haben. Zeig mir deine Ware. Nee, bessere Waffen noch nicht. Aber hier, die darf er haben. So. Dann brauchen wir die Lederrüstung auch nicht mehr. Und den Ledergürtel. So, was haben wir hier noch? Was wir nicht brauchen. Geht wohl.
So, hat er hier jetzt vielleicht bessere Waffen? Es war genauso, wie du sagst. Zeig mir deine Ware. Die könnten wir mitnehmen für 40 Gold. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich jetzt besser ist. Die wäre besser. Die wir so oder so im Inventar haben. Aber ich will einen vernünftigen Zweihänder haben, so ein Schwert. Meinst du, mir geht es besser? Mal gucken, vielleicht hat er was. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte die. Er hat. Doch, Bruchstahl hat er. Wieder. Nice, dann können wir. Aber der hat sonst nichts. Nichts Gutes. Es wäre schön, wenn ich jetzt noch mehr Rohstahl kriegen könnte. Womit denn? Okay. Gut, dann hier. Harad. Für einen Amboss. Das wird gerade benutzt, ich weiß. Ich will trotzdem einen Amboss. Harad, sei fertig. Gewöhnliche Waffen schmieden. Edelschwert. So, dann können wir ihm das verkaufen. Hey, du. Da bist du ja wieder. So, ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Jo. Arbeitest du immer noch für die Paladine? Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Ah, nice, okay. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Mhm, okay. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Und selbst dann nur eine einzige. Okay. Gut, dann kriegen wir hier keine Erzklinge. Aber warte, im Söldnerlager ist ja auch einer, der mit Erzklingen irgendwie oder Erzrüstung und so weiter herstellen kann. Hat er aber vielleicht da, jetzt was wo in der Richtung? Stand, wart ein Ort, an dem ich kommt, sind Belia keine. So quatschen wir die Leute hier mal an. So, hier da bist du ja wieder. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Klar, zeig her. Zeig mir deine Ware. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, was können wir nehmen? Grobes Wasserschiff, Schiffsaxt, Richtstab, will ich eigentlich loswerden? Nein. So. Bruchstahl hat er. Okay, nice. Milizgürtel, grobes Schwert. Das weiß doch inzwischen. Okay, aber der hat sonst nichts. Aber wir gönnen uns mal seinen Rohstahl. Hier, was mit Yoda? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das ist doch kein Geheimnis. Folteraxt, Wolfszahn, Kurzschwert, Bogen, Butlerfleisch, Fischsuppe, Bolzen, Pfeil, Amulett der Eichenhaut, Licht, Rohstahl. Okay, nice. Haben wir jetzt 6 Rohstahl. Schlimme Zeiten sind das. Hat die jetzt auch Rohstahl? Ah, da bist du ja wieder. Ja, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, komm, schwerer Zweihänder. Boah, der wäre super. Also der hier jetzt für den Anfang. Aber wir haben nicht die nötige Stärke dafür. Edles Bastardschwert, Stabkeule, Steinbrecher, Langschwert, Bartaxt, grobe Kriegsaxt, Kriegshammer, Wolfszahn, rostige Axt, Dolch, Sichel, Wolfsmesser, Kampfstab, Degen, Pfeile. Er arbeitet auch den ganzen Tag.
Warte mal. Das nehmen wir mal mit. Wirklich? Das ist ja interessant. Alter, wie teuer war das Ding jetzt? Auch den ganzen Tag. Das eine Ding war jetzt sehr, sehr teuer. Was du nicht sagst. So. Warte. Genau, 50 Stärke brauchen wir für das eine Ding. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, dann können wir den Rest hier ihr wieder verkaufen. Ah, da bist du ja wieder. So. Zeig mir da. Wer sagt denn sowas? Dann können wir ihr das hier verkaufen. Das darfst du keinem. Jetzt haben wir nur 140. Ach, erzähl mir nicht sowas. So, warte mal. Was war das? Heilpflanze. Sonst habe ich hier jetzt nichts. Er soll den Oder komm, wir können die Labor... Nee, die Labordinger lassen wir mal. Erzählt alles weiter. 5 Stängel Sumpfkraut haben wir noch. Den Mund halten. Hat hier sonst noch irgendwer Sumpfkraut? Ach, erzähl mir nicht sowas. Hier, bald ran. Worum soll ich Zeig mir deine Ware. Kümmern? Typen wie du kriegen bei mir nichts. Wieso? Erst die Bauern aufwiegeln und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Jetzt verschwinde, du vertreibst mir die Kundschaft. Okay. Hey. Zeig mir deine Ware. Ich habe es selbst erlebt. So, hat er noch irgendwie was? Ach, erzähl mir nicht sowas. Deine Lebensenergie vollständige Regeneration. Nee. Er redet einfach zu viel. Mein Mann sieht das anders. Der hat hier jetzt nichts, was ich haben will. Das darfst du keinem erzählen. Aber okay, dann haben wir jetzt zumindest ein bisschen Rohstahl. Sieht das anders. Können wir das eben einschmelzen und dann bei Harad hier verkaufen. Waldram, der, das finde ich jetzt doof. Dass er uns nichts mehr verkaufen will. Aber so groß war Was, wenn ich die Rüstung hier ausziehe und dann zu ihm gehe? So. So, komm, nächste. Das dauert aber auch ewig. Komm. Ach, habe ich jetzt nichts mehr. Und erstmal wieder schön ins Feuer gehen. Amboss. Gewöhnliche Waffen, ja. Edles Schwert. So. Und noch ein edles Schwert. Harad. Ernsthaft, Harad? Hey. Da bist du ja wieder. Gut, dann hier, Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Ja, nice. Oh, ist doch nicht dein Ernst. Steck die Waffe weg. So. Komm. So, und... Noch eins. Da bist du ja wieder. Ja, dann haben wir jetzt 6 Stück und hier nochmal 57. Ich will meine geschmiedeten... Gut, so. Nice. So, wie viel haben wir jetzt insgesamt? 1640 haben wir wieder. Immerhin. Und es ging ein in Belias Reich. Ich hoffe, mit der Axt sind wir aber auch deutlich besser unterwegs. Was ist jetzt mit Greg? Das habe ich schon immer gesagt. Eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Klar. Machen wir. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück zu Lee. So, wie sieht's eigentlich... Was ist denn das? Das ist leichte Söldnerrüstung. Ah, okay. Hier, leichte Armbrust. Da brauche ich nur 40. Degen der Banditen. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Ja, wir müssen mal zusehen, dass wir rausfinden. Ah, hier. Yo. Das ging aber leicht. Mit der Waffe ist ja deutlich leichter. Wo?
Komm her. Ich sehe den gar nicht. Wahrscheinlich unten, ne? Wo ich nicht rankomme. Ah, doch. Hier. Okay. Da ist nichts. Okay, dann halt so. Aber die Waffe ist deutlich einfacher als die Sichel. So. Ist hier eigentlich wieder 100 Maximum, was man erreichen kann vom Level her, oder... Oh, Blutfliegen. Komm. Ja, dich will ich haben. Komm her. Nichts zu plündern. Okay, nichts zu plündern. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Da kommt schon, glaube ich, der nächste, oder? Ja, more Reds. Aber immerhin wieder Fleisch. Wir müssen aber gleich wieder irgendwo pennen. Oder irgendwo zusehen, dass wir wieder Gesundheit kriegen. Wir könnten aber auch später mal wieder in Richtung Kloster gehen. Da gab es ja auch noch ein paar Viecher. Vielleicht sind sie auch wieder da. Wer weiß. Scavenger, wir speichern einmal. So. Einer. Okay, dann beide. Komm. Triff den doch. Okay, nice. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Aber haben wir beide geschafft. So, dann ist die Frage, hier mitten auf dem Weg, ist, kommt gleich wieder was auf uns zu, oder? Ja, die Lurker da hinten. Das sind jetzt drei Lurker. Es waren vorher zwei. Ui, das gefällt mir immer weniger. Wenn ich hier immer mehr werden. Obwohl später sind wir ja eh stark genug, um jetzt sind hier Goblins? Okay. Einmal kurz gespeichert und dann jetzt. Ja? Du kommst her, ja? Kommen beide her, ne? Jo! Alter! Will der mich verarschen? So. Alles mitnehmen. Und so. Ah, hier, der eine Dude müsste jetzt auch noch was haben. Okay. Nein, nicht den Söldner. Nicht den Söldner. Was mit dir, du Mistvieh? Schwerer Ast. Warte mal. Ah, nein. Das wollte ich nicht. So, wo ist denn der dritte da? Jetzt haben die mir die Punkte weggenommen. Aber Errol kann doch uns bestimmt noch was verkaufen, oder? Hey, du. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware.
Die Auswahl ist nicht sehr groß. Ja, alles gut. Edles Bastardschwert. Reitaxt. Leichter Zweihänder. Nee. Nee, bisher nicht das Gute. Was ist denn das eigentlich immer für ein Bild? Wird die hier mal hängen haben. Ja, das hat er wirklich behauptet. Das will doch keiner wissen. So, da sind auch wieder Lurker. So. Einmal geradeaus durch. Mit Rogers einmal quatschen. War doch der Schmied, glaube ich, dort. Mal gucken, ob der vielleicht auch etwas Besseres hat als das, was wir hier haben. Ja, der übt da immer noch weiter. Schön. Mit dem Ast jetzt. Stimmt, weil wir seine Axt haben, ne? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. So. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen, dass sich daran was ändert. Hier, Rogers, genau. Das war doch schon vorher klar. Kann ich bei dir... Ich hab nicht. Ich hab da meine eigene Meinung. So, okay. Rostige Axt, grobes Kriegsbeil. Grobes Schwert. Ich hab so einiges gehört, als ob Bilja selbst hinter ihm her wäre. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Nee, bisher hat er nichts. Ich hab mir das schon gedacht. Aber wir können ihm... die Äste andrehen. Ich glaube nicht, dass ich daran was ihm noch was andrehen. Er hat auf die falschen Leute. Hier Wolfsfälle. Ich kann das nicht glauben. Ich habe so einiges gehört. Sonst haben wir hier nichts, ne? Was wir ihm andrehen können. So, was mit Bennett? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wie sieht es aus mit dem Zubehör? Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Genau. Was brauchst du? Hast du nicht gewusst. Ah, okay. Die Dinger, definitiv. Wir haben ihn natürlich doch. Apfeltabak, was ist das? Aquamarin? Pfannen? Laborwasserdinger? Gletscherquarz? Ich habe mir das schon gedacht. Grobes Schwert. Das ist wirklich nicht mein. Ich wundere mich aber gar nicht. Okay, wir könnten mit dem Rohstahl nochmal ein bisschen Geld verdienen gehen. Gut, dass du hier bist. Ich habe was zu tun für dich. Jo, was hast du denn? Worum geht's? Der Bauer Benga hat sich beklagt, dass ihm in letzter Zeit die Milizen aus der Stadt immer mehr auf den Wecker gehen. Mhm. Sie setzen den Bauern unter Druck, wollen wohl erreichen, dass er sich von Ona lossagt. Ich will, dass du zu seinem Hof gehst und den Milizen klar machst, dass sie dort nichts verloren haben. Fragen? Wo finde ich Bengas Hof? Doch. Im Südwesten des Tals ist eine große Treppe, die zu einer Hochebene führt. Dort liegt Bengas Hof. Wenn du dich verlaufen solltest, frag die Bauern auf den Feldern, wie du dich in der Gegend hier zurechtfindest. Ja, zu Bengas Hof wollten wir so oder so noch hin. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das habe ich früher auch immer gesagt. So, aber wir gehen jetzt erstmal zu Lee und überreichen ihm die frohe Kunde. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich habe laut Hagen das Friedensangebot überbracht. Ich habe laut Hagen das Friedensangebot überbracht. Was hat er gesagt? Er sagte, er würde dir Absolution gewähren, aber deinen Leuten nicht. Dieser Starrkopf! Die meisten Männer in der Armee des Königs sind größere Halsabschneider als meine Männer. Nicht mehr, was ich glauben soll. Was willst du jetzt machen? Ich werde einen anderen Weg finden müssen, uns hier wegzubringen. Notfalls werden wir das Schiff kapern müssen. Ich muss darüber nachdenken. Meinen eigenen Hals aus der Schlinge zu ziehen und meine Männer hier zurücklassen, kommt nicht in Frage. Mhm. Okay, warum willst du eigentlich aufs Festland? Warum willst du unbedingt aufs Festland? Wie du weißt, habe ich dem König als General gedient. Aber seine Hofschranzen haben mich hintergangen, weil ich etwas wusste, was ich nicht hätte wissen sollen. Sie haben mich in die Minenkolonie geworfen und der König hat es zugelassen. Ich hatte eine Menge Zeit, um nachzudenken. Ich werde mich rächen. Am König? Am König und an seinen ganzen Hofschranzen. Sie alle werden bitter bereuen, was sie mir angetan haben. Ist das wirklich wahr? Okay.
Ich werde ins Minental aufbrechen. Das es dich nicht lange auf den Höfen hält, habe ich mir gedacht. Wenn du in die Kolonie zurückkehrst, dann halte die Augen nach Gorn offen. Die Paladine halten ihn dort gefangen. Gorn ist ein guter Mann und ich kann ihn hier gut gebrauchen. Also wenn du eine Chance hast, ihn zu befreien, dann nutze sie. Werden wir auf jeden Fall. Wie sieht es mit einer besseren Rüstung aus? Torloff hat noch einen Auftrag von Ona, der schon seit einiger Zeit erledigt werden muss. Kümmere dich zuerst darum. Dann reden wir über eine bessere Rüstung. Okay, gut. Also Torloffs Quest machen, dann kriegen wir bessere Rüstung. Aber jetzt gehen wir erstmal pennen, wir brauchen wieder Gesundheit. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So. Okay, dann... Dann wollen wir los. Wo sollte Bengas sein? Bengas Hof? Irgendwo südwestlich von hier? Ah, okay. Und da, wo die Brücke sein soll. Alles klar. Das ist die andere Seite von der Brücke, von den Banditen, wo wir nicht durchkamen. Ja, gut. Dann gehen wir dahin. So, was sagt denn Tänzer jetzt eigentlich? Und wie läuft's? Rückt man Gold wieder raus? Na komm. Und wie läuft's? Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat noch jeder bei mir seinen Wegzoll gezahlt. Mhm. Kann ich jetzt eigentlich mein Gold von denen wieder verlangen? Wäre doch eine Idee, oder? Ja, können wir vielleicht irgendwann anders machen. Jetzt erstmal, hier bist du dieser Gabelung. Und dann hier entlang. Und dann schauen wir mal, wie wir nach Bengas Hof kommen. Genau, hier müssen wir uns jetzt rechts halten. Da. Da müssen wir nach Bengas Hof kommen. Okay, hier sind aber auch keine neuen Viecher jetzt, ne? Außer die Lurker da hinten. Vielleicht speichern wir auch einmal hier. Wäre vielleicht eine Idee. Oh, Dodos. Das heißt Erfahrungspunkte und Fleisch. Das sind aber sehr viele Dodos. Ja, komm, einen. Komm. Hau den kaputt. So. Nächster Dodo. Komm. So. Alter, wie geil. Den habe ich gut erwischt. Und der nächste Dodo, bitte. Komm. Okay. Das hat mit dem ein bisschen länger gedauert. Gibt es hier noch mehr Dodos? Da ist eine Treppe. Gibt es hier noch mehr einzusammeln? Oder eine bessere Waffe sogar? Ja, hier gibt es tatsächlich was einzusammeln. Waldbären. Den beiden traue ich gerade gar nicht. Oh, das sind sogar drei. Wir gehen trotzdem mal dahin. Jetzt bist du dran. Vier. Das sind vier. Jo. Und hier ist noch ein Schatz. Erstmal den Bogenschützen da. Komm. Ah, nein. Komm. Okay, das ist gar nicht gut gelaufen, aber wir können die fertig machen. Tatsächlich. Dazu sind wir in der Lage. Aber das würde ich dann in der nächsten Folge machen.
Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.